Hallo und Servus, ich bin der Andi Borg. Keine Angst, ihr schaut den richtigen Kanal. Hier ist Gute Laune TV. Und jetzt gibt es eine neue Ausgabe von Schlager News. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu den Schlager News. Keine Sorge, liebe Zuschauer, ich bin nicht Caroline Wölz nach einer Geschlechtsumwandlung. Die liebe Kollegin ist leider krank und deshalb hat man mich zwangsverpflichtet. An dieser Stelle gute Besserung, Caro. Aber Sie müssen auf nichts verzichten, was Sie gewohnt sind. Deshalb legen wir auch gleich los mit unserer Quizfrage der Woche. Der Eurovision Song Contest ist ja für Deutschland nicht unbedingt immer ein erfolgreiches Pflaster. Es gab da nicht immer vordere Plätze, um das mal vorsichtig auszudrücken. Gehen wir mal ins Jahr 1975, da fand der Wettbewerb im schwedischen Stockholm statt. Wir haben da damals eine wunderbare Sängerin hingeschickt, nämlich Joy Fleming. Und jetzt kommt die Quizfrage. Mit welchem Lied erreichte Joy Fleming leider nur Platz 17? So, die Auflösung gibt es natürlich wie immer am Ende der Schlager-News. Schauen wir mal, was wir sonst noch an Themen diese Woche für Sie vorbereitet haben. Zum Beispiel das Interview mit den beiden Jungs von Neon. Unsere CD der Woche kommt von den Kastelroter Spatzen und heißt Die Tränen der Dolomiten. Es gibt wieder Klatsch und Tratsch mit einem neuen Schlagerazzi, präsentiert von Schlager.de. Und unser Clip der Woche ist ein traumhaftes Duett zwischen Peter Maffay und Jennifer Weist. Doch in jeder Land, wo gestern noch ein Licht war, ist heute kein Licht mehr sichtbar. Es ist unsere Leuchtturm ausgebrannt. Doch wir sind kein Land, wo alles auf dem Spiel steht und keiner weiß mehr, wie das Spiel geht. Und keiner weiß, wo lang ist unser Leuchtturm. Also da merkt man schon, dass die Chemie zwischen den beiden absolut gestimmt hat, auch wenn sie aus zwei komplett unterschiedlichen Musikrichtungen kommen. Peter Maffay und Jennifer Weist, Leuchtturm, unser Clip der Woche. Der Song stammt übrigens aus dem neuen Peter Maffay MTV Unplugged Album. Es wird am 3. November veröffentlicht. Peter hat dort mit seiner Band und vielen Gastmusikern alte und neue Songs in neuem Gewand eingespielt. Es gibt eine Menge Gastmusiker, unter anderem zum Beispiel Katie Melua, Philipp Poisel, Johannes Oerding oder Tony Carey. Und der Song, den wir gerade gehört haben, der stammt von der jüngsten Künstlerin des Abends, Jennifer Weist. Vielleicht kennen Sie ja einige auch als Leadsängerin von Jennifer Rostock. Natürlich gibt es auch eine Tournee und die startet am 14. Februar nächsten Jahres. 21 Konzerte wird es geben. In Kiel ist der Anfang. Viel Spaß dabei. Nach über 40 Jahren auf der Bühne und einer unfassbaren Karriere kann man die Kastelroter Spatzen mit ruhigem Gewissen eine Institution nennen. Mit ihrer Musik erreichen sie die Herzen ihrer Fans. Norbert Rier und seine Kollegen sind aber auch seit etlichen Jahren überzeugende Botschafter ihrer Heimat Südtirol. Das ist aber auch ein wirklich schönes Fleckchen. Direkt an der Nord-Süd-Schnittstelle gelegen und mit den Dolomiten gekrönt. Das 39. Album der sieben Vollbundmusiker heißt Die Tränen der Dolomiten. Und das ist unsere CD der Woche. Eine der ganz großen Stärken der Spatzen ist es, Menschen musikalisch die Hand zu reichen, ihnen Mut zu schenken und sie zu motivieren, ihr Schicksal zu meistern. Ein sehr schönes Beispiel ist die aktuelle Single, Dem Leben ins Gesicht gelacht. Dem Leben ins Gesicht gelacht, wie hättest du von dir gedacht, dass du es wieder schaffst. Auf dem Titellied Die Tränen der Dolomiten erinnern die Musiker an die furchtbare Zeit des Ersten Weltkriegs und an die brutalen Hochgebirgsschlachten in den Dolomiten. Was unsere Musikredaktion zum neuen Album der Spatzen sagt, das lesen Sie wie immer auf unserer Homepage www.gutelaunetv.de. Und gleich in Klatsch und Tratsch gibt es noch eine Meldung zu Norbert Rier und seinen Kastelroter Spatzen, die aber nicht so erfreulich ist. Hallo, mein Name ist Norm Lang und ich schaue die Schlager-News auf Gute Laune TV.
große Sorge bei den Fans der Kastelruther Spatzen. Sänger Norbert Rier ist krank und muss stationär behandelt werden. Bei einer alljährlichen Routineüberprüfung hat man festgestellt, dass eine Herzklappe verkalkt ist und nicht mehr richtig schließen kann. Eine baldige OP mit anschließender Reha ist also unerlässlich. Die anvisierte Spatzentournee Volksmusik meets Classic mit Starpianist Richard Kleidermann musste bereits abgesagt werden. Aber das Spatzenfest will Norbert Rier auf jeden Fall noch mitnehmen. Das war ganz schön leichtsinnig, oder? Norbert weiß schon, was er tut. Weiß Norbert, was er tut? Sie tauchten aus dem Nichts auf und eroberten die Musikwelt im Sturm. Fünf Jungs in Lederhosen, die mit ihren rockigen Volksmusiksongs die Schlager- und Musikbranche aufgemischt haben. Die Rede ist natürlich von Vox Club. Schon 2013 machten sie durch sogenannte Flashmobs auf sich aufmerksam. Damals waren sie ja noch zu sechst mit Julian David. Bei zwei spontanen Events in der Waldwirtschaft hier in Großdesselhofen und auch in den Riemarkaden hier in München erreichten sie so viel Aufmerksamkeit, drehten ein Video und erreichten eine ganze Menge Views auf YouTube. Jetzt gibt es was Neues von den Jungs und natürlich auch einen dazugehörigen Flashmob. So eine Zugfahrt zum Oktoberfest oder wie wir hier in München waren, sagen zur Wiesn ist schon ein Riesenspaß. Donnerwetter heißt der neue Song und ich muss leider sagen, erinnert mich sehr stark an Rock Me 2.0 vielleicht oder Teil 2 oder sowas. Ja, dann wollen wir mal hoffen, dass dieses Flashmob-Video mehr Klicks kriegt als Zuschauer, die beim Flashmob dabei waren. Verstanden? Zeit für einen neuen Schlagerazzi, präsentiert von Schlager.de. Lothar Stegner hat uns wieder mal eins seiner tollen Bilder zugeschickt. Und diesmal ist er mit Anita und Alexandra Hofmann zu sehen. Fotografiert wurde das Ganze in Kulmbach. Lothar, ganz herzlichen Dank dafür. Und wenn Sie, liebe Zuschauer, auch einmal ein Teil dieser Sendung sein wollen, dann schicken Sie uns einfach Ihr Lieblingsfoto mit Ihrem Lieblingsstar an unsere E-Mail-Adresse schlagerazzi@gutelaunetv.de. Frischer und vielseitiger Schlager, zwei Jungs mit Liebe zur Musik, das sind Tom und Andy von Neon. Ich habe die beiden beim Schlagerfestival Der Berg bebt in der Schweiz getroffen. Es war unser erstes Mal in der Schweiz und wir wurden sehr, sehr herzlich empfangen. Das ist wirklich ein tolles Gefühl. Es war dein erstes Mal Gefühl. In der Schweiz. Mein erstes Mal in der Schweiz. Er ist herzlich empfangen worden. Ich weiß nicht, wie ja, das bei dir war. Ja. Ich bin halt so das Anhängsel. Sehr sympathisch, die beiden Jungs. Das Debütalbum von Neon heißt übrigens Universum. Und das komplette Interview sehen Sie am 4. Oktober in Schlager aktuell um 20.15 Uhr. So, jetzt kommen wir zur Auflösung unserer Quizfrage vom Anfang unserer Schlager-News. Sie erinnern sich, es ging um den Eurovision Song Contest 1975. Joy Fleming war die Teilnehmerin für Deutschland und die Frage war, mit welchem Lied erreichte Joy Fleming leider nur Platz 17? Die richtige Antwort ist natürlich, ein Lied kann eine Brücke sein. Wunderschöner Titel, hat leider nur 15 Punkte gekriegt. Drei Länder haben nur für uns gestimmt damals. Wenn ich mich recht erinnere, waren das Luxemburg, Spanien und Malta. Irgendwie habe ich das Gefühl, Europa versteht uns nicht. Dabei war das so ein schönes Lied. Hier ist ein kleiner Ausschnitt. Ein Lied kann eine Brücke sein. Und jeder Ton ist wie ein Stein. Er macht sich stark und fair. Du kannst
Das waren die Schlager-News. Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, Sie haben sich gut unterhalten gefühlt und Caroline Wölz nicht allzu sehr vermisst. Wir arbeiten sehr intensiv an ihrer Genesung. Zum Schluss, wie immer, unser Spruch der Woche. Ich könnte es erklären, aber nicht ohne das Wort außerirdisch.